Sie sind die Giganten der Meere. Fast 10.000 Containerschiffe weltweit liefern sich einen gnadenlosen Konkurrenzkampf. Der Kapitän des deutschen Frachtriesen RHL Caliditas kennt sich aus im Wettlauf um volle Auftragsbücher und kurze Liegezeiten. Er weiß, wie er sein Team bei Laune hält. Viele Häfen kennen die Männer an Bord nur vom Blick über die Reling. Anlegen, Ladung löschen, neue Container laden, dann Leinen los und wieder volle Kraft voraus. Die nächste Fahrt der Caliditas führt von Sri Lanka nach Malaysia und weiter nach Singapur. An Bord 20 Männer aus 5 Nationen. Auf einem Schiff, das in China gebaut wurde, der deutschen Reederei Hamburger Lloyd gehört und unter der Flagge Liberias durch die Weltmeere kreuzt, angetrieben von 50.000 PS. Unterwegs mit einem Containerriesen. Es ist Abend im Hafen von Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka. 32 Grad zeigt das Thermometer, es ist immer noch schwül. Die Crew hat die schweißtreibendste Arbeit hinter sich. Hunderte von Containern sind abgeladen. Jetzt hieven Kräne die neue Ladung an Bord. 4.620 Container kann die Caliditas aufnehmen. Auf der Brücke sitzt um diese Zeit nur Filippino Rosauro Layola. Der dritte Offizier geht die Checkliste für das Ablegen durch. Das ist Vorschrift, ähnlich wie vor dem Start eines Flugzeugs. Und wie in der Luftfahrt das Chartergeschäft, so funktioniert auf See das Containerbusiness. Was hier in Colombo an Bord geht, geschieht im Auftrag eines japanischen Unternehmens. Das hat die Caliditas für den Transport der Fracht geschartert. 18.000 Euro zahlen die Japaner dafür. Pro Tag exklusive Treibstoff. Je mehr Container auf die Reise gehen, desto lukrativer das Geschäft für den Charterer. 14 Container lassen sich maximal aufeinander stapeln. 7 unter und 7 über Deck. Voll beladen bringt es das Schiff auf fast 60.000 Tonnen Gewicht. Er trägt die Verantwortung. Kapitän Marinko Milotic. Second, David, Captain. Yes, Captain. So, still is lashing on. Der gebürtige Kroate fährt seit Jahrzehnten zur See. Die Caliditas ist das 40. Schiff, auf dem er das Kommando hat. Milotic hat seine eigene Art, Menschen zu führen. Master of the ship these days is not only commanding officer or something. Yes. Kapitän zu sein an Bord eines Schiffes, das bedeutet nicht einfach nur, das Kommando zu haben. Ich bin hier alles in einem. Mutter, Vater, Priester und noch vieles mehr. Es ist eine sehr komplexe Aufgabe. Als Kapitän muss man ein Gespür für alles Mögliche haben. Du musst den Leuten, die hier arbeiten, etwas anbieten, etwas geben. Du musst sie verstehen. Ohne Teamwork, ohne Zusammenarbeit, Hand in Hand, fährt das Schiff nicht. Joining or without working together, ship cannot work. Okay, now I will call the. Okay, rufen wir die Hafenkontrolle. Inzwischen ist es 4 Uhr früh. Höchste Zeit, in See zu stechen. Jetzt kommt es auf reibungslose Zusammenarbeit an, nicht nur mit der eigenen Crew, besonders mit den Hafenbehörden. Yes, sir. 0224, cargo operation completed. So we are ready to sail. Alles klar zum Ablegen. Fehlt nur noch der dafür wichtigste Mann, der Lotse. Schlechte Nachrichten, er wird sich verspäten. Okay, so 30 to 45 minutes for the pilot boarding time from the shore. Okay, thank you. Standing by channel 10 and 16. Es wird wohl noch eine gute halbe Stunde dauern, bis der Lotse an Bord kommt. Der zweite Offizier prüft den Außensteuerstand. Es sieht fast so aus, als ob wir hier nur so ein bisschen herumspielen. Aber wir müssen das sehr genau testen. Anschließend nochmal die Checklisten durchgehen und dann den Kapitän informieren. Vorher müssen uns noch die Ingenieure bestätigen, dass die Maschine klar ist. Erst dann können wir sagen, die Brücke ist bereit für die Abfahrt. Wir müssen ständig auf irgendetwas warten. Warten auf den Lotsen, warten auf den nächsten Hafen, immer nur warten. Aber so ist das Leben.
Da kommt er endlich. Über die Gangway gelangt der Lotse an Deck. Auch die Schlepper sind bereit. Alles klar zum Ablegen. Das läuft in allen Häfen nach den gleichen Regeln ab. Der Lotse dirigiert die Schlepper und der Kapitän seine Mannschaft. Die Verantwortung für das Schiff trägt immer dessen Kommandant. Die Kalliditas ist 260 Meter lang und 37 Meter breit. Sie muss nun im Hafenbecken um 180 Grad gedreht werden. Ein Schlepper zieht das Schiff am Heck, der andere drückt den Bug in Position. Mit ihren Ausmaßen zählt die Kalliditas zu den sogenannten Post-Panamax-Schiffen. Solche Kolosse passten nicht durch den Panama-Kanal, bis der vor kurzem ausgebaut wurde. Das Steuerrad des Ozeanriesen fällt dagegen winzig aus. Mehr braucht es nicht, um die Kalliditas auf Kurs zu halten. Nach einer guten halben Stunde geht der Lotse von Bord. Über Gangway und Kletterleiter zurück aufs Begleitboot. Kapitän Milutic und seine Crew sind wieder unter sich. Auf den Lotsen wartet schon der nächste Frachter. Halb 5 Uhr morgens, Rush Hour im Hafen von Colombo, während auf der Kalliditas Ruhe einkehrt. Am Horizont des Indischen Ozeans geht die Sonne auf. Südlich von Sri Lanka ist die See ruhig, so wie meist um diese Jahreszeit. Das Schiff fährt Richtung Osten. Nächster Hafen, Port Klang in Malaysia. 4 Tage wird die Reise dauern. Hier auf offener See fährt die Kalliditas quasi von allein. Der Autopilot hat die Regie übernommen. Das Schiff pflügt mit 13 Knoten, also mit 13 Seemeilen pro Stunde durchs Meer. Das entspricht 24 Stundenkilometern. Einer ist immer auf der Brücke, der die Aufsicht hat. Wichtigste Aufgabe des wachhabenden Offiziers, Kollisionen mit anderen Schiffen zu vermeiden. Das Radar ist verbunden mit dem AIS, dem automatischen Identifikationssystem. Es zeigt mir unmittelbar die Namen der anderen Schiffe an und wichtige Informationen wie deren Größe, Geschwindigkeit, Kurs und ob und zu welcher Zeit wir uns nähern. Man sieht den CPA, den Punkt der größten Annäherung, und die Zeit, TCPA genannt, also wann das sein wird. Die Entscheidungen auf der Brücke der RHL Kalliditas werden 9 Decks tiefer umgesetzt. Hier unten, im 15 Meter hohen Maschinenraum, schlägt das Herz des Containerschiffes. Der 50.000 PS starke Hauptantrieb besteht aus 8 haushohen Zylindern. Bei normaler Reisegeschwindigkeit fressen die Maschinen 40 Tonnen Öl. Täglich. Über diese Welle wird die Schiffsschraube angetrieben. Die bringt es auf 60 Umdrehungen pro Minute. Um den Schiffsantrieb kümmert sich Lepe Alvarez. Der Mexikaner liebt die Hitze und den Lärm im Maschinenraum. Davon hat er früher schon geträumt. Über Träume kann ich etwas Besonderes erzählen. Bis jetzt sind alle meine Träume wahr geworden. Von dieser Arbeit hier habe ich geträumt, dafür habe ich studiert. Motoren sind meine Passion. Gibt es Crewmitglieder, die Ihnen näher sind als andere? Sowas wie Freunde? Oder gibt es da keine Unterschiede? Im Moment habe ich hier zum Beispiel einen Freund, den Chefingenieur. Auch der kommt aus Mexiko. Die beiden haben schon auf anderen Schiffen zusammengearbeitet. Im Maschinenraum ist es gefährlich. Deshalb gibt es hier spezielle Sicherheitseinrichtungen. Sie sollen Schiff, Fracht und vor allem die Besatzung schützen. Zum Beispiel, wenn Feuer ausbricht. Über diese Leiter können sich die Seeleute ins Freie retten. Für den Notfall lagern in einem abgeschirmten Raum CO2-Flaschen. Damit sollen die Flammen erstickt werden. Ich brauche all diese Gasflaschen, um das Feuer zu stoppen, um mit dem Kohlendioxid den Sauerstoff zu entziehen. Aber bevor wir das Ganze hier in Gang setzen, müssen wir ganz sicher sein, dass niemand mehr im Maschinenraum ist. Und nur einer darf die Anweisung zum Fluten mit CO2 geben, der Kapitän. Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Dies ist die Ankündigung einer Übung. Jeder begibt sich bitte zur Master Station. Auch das ist Vorschrift.
Regelmäßig probt die Besatzung der Kalliditas den Ernstfall. Es kann die unterschiedlichsten Notfälle an Bord geben. Deswegen werden sie abwechselnd durchgespielt. Das Wichtigste jeder Übung, die reibungslose Evakuierung des Schiffes. Kapitän Milutic hat bereits die Fahrt verlangsamt. Bei normaler Geschwindigkeit könnten die Rettungsboote nicht zu Wasser gelassen werden. Die Gefahr, an die Bordwand zu prallen, wäre zu groß. Noch einmal alle Funktionen des Rettungsbootes testen. Dann geht es abwärts. Allerdings ohne Besatzung. Das Boot wird zurückgeholt, bevor es das Wasser berührt. Alles nur eine Notfallübung. Genau wie die nächste. Stromausfall im Maschinenraum. Jeder aus der Crew muss wissen, wie das Notaggregat gestartet wird. Und dann die größte Gefahr an Bord, Feuer. Das kann überall ausbrechen, nicht nur im Maschinenraum. Jedes Besatzungsmitglied muss lernen, mit Schutzanzug und Spezialgerät den Brand zu bekämpfen. Ein Problem gibt es nirgendwo unterwegs. Löschwasser ist immer genug vorhanden. Nächste Übung. Von der Brücke aus lässt sich das Ruder nicht mehr bedienen. Die Verbindung zur Hydraulik ist offenbar ausgefallen. Tief unten im Bauch des Schiffes lässt sich die Anlage im Notfall vor Ort steuern. So kann die Kalliditas mit ihrer millionenschweren Fracht weiter manövriert werden. Übung abgeschlossen. Die Besatzung versammelt sich auf der Brücke. So, let's start. As usual, safety meeting after drills. Kapitän Milutic lässt sich von seinem ersten Offizier berichten, wie es gelaufen ist. Everything is all right. We have tested the equipment, everything is working. So fire was all right. Danach informiert der Kommandant seine Mannschaft über das Wichtigste zum Tag, die aktuelle Route und die voraussichtliche Ankunftszeit im nördlichen Abschnitt von Port Klang, dem größten Seehafen Malaysias. Nordport and then we are shifting to Westport. Aber es gibt nicht nur Dienstliches zu verkünden. Alle sind eingeladen zum großen Barbecue am frühen Abend. Damika Nakandala, der erst vor kurzem ins Team gekommene Elektriker aus Sri Lanka, hat heute Geburtstag. Grillparty with our electrician birthday. So kennt die Mannschaft ihren Kapitän. Der erwartet zwar viel von jedem Einzelnen, aber er weiß auch, dass Abwechslung wichtig ist für die Crew während des immer gleichen Alltags auf See. Gute Stimmung zahlt sich aus. Das hat sich noch nicht auf allen Schiffen herumgesprochen. Ich freue mich sehr. Das ist das erste Mal in meinem Seefahrerleben, dass wir so eine Party machen. Wir alle zusammen. Ich bin so glücklich. Abwechslung an Bord, Kollegialität, ja fast schon familiäre Stimmung untereinander, das zeichnet das Leben auf der Kalliditas aus. Kommandant Milutic hat ein Händchen dafür, so hält er die Mannschaft zusammen. In der Regel bleiben Offiziere und Kapitäne 4 bis 6 Monate an Bord. Der Rest der Crew arbeitet 9 oder 10 Monate durch, bis es zurück in die Heimat geht. Zurück zur Familie, zu Freunden und Bekannten. Aber fast alle zieht es wieder aufs Meer. Hier ist ihr Zuhause. Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich das nächste Event besprechen. Bald sollen die Sieger des Basketballturniers gefeiert werden, dem wichtigsten Sportereignis auf der Kalliditas. Erst bei Sonnenuntergang ist die Party vorbei. Der nächste Tag bringt viel Arbeit. Bootsmann Virgilio Laurea unternimmt einen kleinen Schiffsrundgang. Können wir loslegen? Also, wir sind hier im Vorschiff. Wir nennen es Bosun-Lager.
Bosun, so heißt der Bootsmann. Der hat gerade neue Rattenbleche gebaut. Die sind zwar aus Holz, aber dafür richtig hübsch. Jedes trägt den Schiffsnamen. Wie sie funktionieren, dazu später mehr. Der Bootsmann ist zwar kein Offizier, trotzdem hat er eine besondere Stellung. Ein Bosun ist verantwortlich für alles, was nicht in die Zuständigkeit von Brücke und Maschinenraum fällt. In erster Linie für die Instandsetzung des Schiffes, auch für Taue, Leinen und Seile. Seinem Lehrling Jeremias bringt er gerade das Spleißen bei, wie man Taue miteinander verbindet. Oder Ösen, Augen genannt, an den Leinen herstellt. Wenn Jeremias, 33 Jahre alt, mit seiner Ausbildung fertig ist, dann ist er nicht mehr ordinary, sondern able seaman und kann zum Rudergänger aufsteigen. Das hier ist ein sogenannter International Splice. Es gibt noch diverse andere Arten, zum Beispiel den australischen und den japanischen Splice. Ein Schiff aus Metall, ständig in Kontakt mit Salzwasser. Da bleibt Rost nicht aus. Den beseitigt Virgilio mit geeignetem Werkzeug. Danach werden die gereinigten Stellen abgeschliffen und bekommen einen Spezialanstrich. So bleiben der Wert des Schiffes und die Sicherheit an Bord erhalten. Nicht nur die Außenwände rosten vor sich hin. Mehr Wasser gelangt auch ins Innere der Caliditas. Das soll so sein, denn Wasser wird als Ballast zum Trimmen des Schiffs gebraucht. Heute sollen die leeren Ballasttanks inspiziert werden. Ein Job für den ersten Offizier. Der macht sich auf den Weg ins Tiefgeschoss des Schiffs, einige Meter unter der Wasserlinie. Keine ungefährliche Arbeit, denn in die abgedichteten Ballasttanks dringt kaum Sauerstoff. Bevor jemand hineinklettert, muss Luft in die Tanks geblasen werden. Ein letzter Check. Erst wenn der Sauerstoffgehalt bei etwa 21% liegt, kann sich die Crew in die Dunkelheit vorwagen. Niemand geht allein. Ein Kollege wartet draußen, um im Notfall Hilfe zu holen. Schon wieder eine Checkliste. Die arbeitet Jeno Ortega Punkt für Punkt ab. Es geht um die Sicherheit seiner Kollegen. Dann steigen die beiden nach unten. Bei Sturm und starkem Seegang werden die Kammern mit Meerwasser geflutet, um das Schiff zu stabilisieren. Zurück bleibt Dreck, vor allem vom Schlick, der sich hier ablagert. Diesmal gibt es nichts zu bemängeln. Die Tanks sehen gut aus. Sorgfältig dokumentieren die Männer deren Zustand. Ein paar Etagen höher brutzelt einsam eine Wurst in der Pfanne. Der Smut hier in seiner Galley, wie die Bordküche genannt wird, kann einiges mehr als Würste braten. Muss er auch können, denn gutes Essen macht gute Laune. Guter Service auch. Für den ist Lanville Parde zuständig. Wann muss er raus aus der Koje? Um 6 Uhr. Und das jeden Tag, seit 9 Monaten. Jeder Tag ist Montag. Kein Wochenende, keine Ferien. No weekend, no holidays. Mit seinem Chef arbeitet Parde Hand in Hand. Kochen und Service auf einem Schiff, beides ist ein wackeliger Job. Wenn es draußen stürmt, kommen drinnen schon mal Töpfe und Teller ins Rutschen. Außerdem, Seeleute aus unterschiedlichen Regionen der Welt haben auch verschiedene Geschmäcker. I'm Christian Michael Papulava. Ich bin Christian Michael Pakulaba, der Chefkoch hier. Wir sind nur zu zweit hier in der Galley, der Messman und der Chefkoch. Früher wollte ich mal Nautiker werden, aber ich bin durch den Test gefallen, weil ich farbenblind bin. Deshalb durfte ich nicht mehr auf der Brücke arbeiten, nur noch hier unter Deck in der Galley. Angefangen habe ich als Messman. Über dir ist dann nur noch der Chefkoch. Also habe ich mir gedacht, schaue ich dem doch einfach bei der Arbeit zu. Und bin dann bald selber Chefkoch geworden. Die Fleischkammer. An Bord gibt es mehrere Kühlräume. Hier das Fleisch, nebenan Fisch, Obst, Gemüse, Brot, Konserven.
Für den Einkauf der Waren und für die Kontrolle der Mahlzeiten ist allein der Chefkoch verantwortlich. Die Vorräte gehen langsam zur Neige. Deshalb wird im nächsten Hafen neuer Proviant geladen. Die Bestellung an die Hamburger Reederei ist schon unterwegs. Die Reederei leitet sie weiter an einen Schiffsversorger vor Ort und der liefert die Ware direkt an die Kaimauer. Nougat-Nusscreme inklusive. Einige Vorräte sind ausschließlich Chefsache, zum Beispiel die flüssigen. Im Moment steht hier nicht mehr viel rum. Ein bisschen Bier noch. Dann macht sich der Kapitän ans Dosenzählen. Auch das gehört zu Milutits Pflichten, im Auge zu behalten, was die Mannschaft verbraucht und wie sich die Kosten senken lassen. Gerade bei Getränken lässt sich Geld sparen. Die Preisunterschiede in den Häfen sind groß. In Port Klang ist dieses Zeug hier $2 teurer als in Hongkong. Deshalb spielen wir so unsere Spielchen und kaufen nur dort, wo wir den besten Preis bekommen. Der Bonded Store ist so etwas wie die Schatzkammer des Schiffes. In diesem Zollverschlusslager stapeln sich Zigaretten, Süßkram und Hochprozentiges. Hier können Crewmitglieder einkaufen. Und in exotischen Häfen wird manchen Behördenmenschen schon mal eine Aufmerksamkeit aus der Schatzkammer zugesteckt, damit die Kaliditas schnell wieder ablegen kann. Es ist Mittagszeit. Und Koch Christian serviert pünktlich das Essen. Wie auf fast allen Schiffen speisen Mannschaft und Offiziere in getrennten Räumen, die sie Messen nennen. Das hat nicht nur Tradition, sondern auch praktische Gründe. Die Mannschaft darf sich in Arbeitskleidung an den Tisch setzen. In der Offiziersmesse geht es feiner zu. Doch auf der Kaliditas merkt man kaum einen Unterschied. Weder bei der Kleiderordnung noch bei der Sauberkeit der Räume. Messman Lenny achtet pinglich aufs Drumherum. Chefkoch Christian darauf, dass es allen schmeckt. Für die Offiziere steht heute Lammkeule auf dem Speiseplan, zubereitet vom Kapitän persönlich. Der hat in seiner Freizeit gern am Herd das Kommando. Wenig später gleitet in Sichtweite das Schwesterschiff der Kaliditas vorbei. Die baugleiche RHL Constantia ist auf der gleichen Charterroute unterwegs. Sie kommt aus Singapur und steuert jetzt Sri Lanka an. Beide Frachter sind Vollcontainerschiffe, das heißt, sie transportieren ausschließlich Container. Diese zu verladen und zu sichern ist eine Wissenschaft für sich. Die schweren Container kommen ganz nach unten, in die erste und zweite Ebene. Darüber in die dritte, vierte und fünfte Ebene verladen wir die leichteren Container. Stellen Sie sich vor, wir würden es andersrum machen und das Schiff käme ins Rollen. Alles würde zur Seite kippen. Deshalb die schweren immer nach unten. Dies hier ist der Basis-Twistlock in offener Position. Innen drin, wenn wir ihn öffnen, bewegt er sich so. Beim Herunterlassen der Container müssen die Twistlocks offen sein. Nach dem Beladen werden sie geschlossen. Jeder dieser Twistlocks hält 5 Tonnen. Pro Container 4 an jeder Ecke, macht zusammen 20 Tonnen. Dazu sichern wir sie noch mit Lashing-Stangen. Jede davon hält nochmal 5 Tonnen. So können wir auch schwerste Container sichern. Die Crew überprüft täglich die Befestigung der Container. Heute ist Jeremias an der Reihe. Was sich gelockert hat, wird nachjustiert. Das Containersystem wurde in den 1950er Jahren erfunden. Inzwischen sind so viele Schiffe unterwegs, dass rund 20 Millionen Container gleichzeitig transportiert werden können. Allerdings, seit der Weltwirtschaftskrise 2008 gibt es Überkapazitäten. Die Preise fallen, Reedereien kämpfen ums Überleben. Auf dem C-Deck hat sich die Crew der Kaliditas einen Basketballplatz eingerichtet. Auch ihre Trikots haben die Männer selbst entworfen. Und ein Turnier organisiert, an dem Spieler aus 5 Ländern teilnehmen. Alle!
4 Tage sind vergangen, seit die Caliditas in Colombo abgelegt hat. Bald müsste Port Klang, der Hafen von Kuala Lumpur, am Horizont zu sehen sein. Es ist 13 Uhr. Wo bleibt der Lotse? So, 1800 will be by not about. Okay, give me some notes, 2 hours, please. Vereinbart war, mittags kommt der Lotse. Jetzt heißt es 18 Uhr. Kapitän Milutic bittet darum, die Ankunftszeit 2 Stunden vorher noch einmal zu bestätigen. Bis dahin heißt es wieder mal warten. Die Caliditas verringert ihre Fahrtgeschwindigkeit und steuert in eine Warteschleife. Wer ist der Kerl, der dafür verantwortlich ist? Am Radar sucht der Captain nach dem Schiff, das die Einfahrt verzögert. Offenbar hat ein anderes Schiff, die Sing Nang Tong, den vorgesehenen Liegeplatz noch nicht verlassen. Auf der Caliditas wartet die Decksmannschaft vergeblich auf die Ankunft des Lotsen. Sieht so aus, als käme der Lotse nicht vor 18 Uhr an Bord. Macht so lange, was ihr wollt. Ich lasse euch wissen, wann es soweit ist. Noch ist Tagessicht. Bootsmann Virgilio Laurea und seine Jungs nutzen die Zeit und bereiten die Gangway für den Lotsen vor. Alles klar. Meldung an den Kapitän. Der Lotse kann kommen. Hausbesuch bei Rosauro Laiola. So wohnt ein dritter Offizier auf der Caliditas. Yes, of course. Please, please, please. Bitte, kommt rein. Ich höre gerade Musik. Das mache ich so in meiner Freizeit. Musik hören, Familienfotos anschauen. For my family photos, yeah. Oh, okay. Sliding the photos like this. Okay. Yeah. Sagt Hallo zu meiner Frau. Das ist mein Zuhause an Bord. Ich lebe hier allein. Alle von uns haben ihr eigenes Reich. Eine schöne Unterkunft. Auf neuen Schiffen, so eine internationale Arbeitsrechtvereinbarung für Seeleute, hat jeder an Bord Anspruch auf eine Einzelkabine. Actually, when I was young, in meiner Jugend waren viele meiner Nachbarn Seeleute. Wenn du an deine Zukunft denkst, an eine Zukunft mit Familie, dann ist es das Beste, was du machen kannst als Filipino. Alle träumen davon, irgendwann auf ein Schiff zu gehen. Richtig reich wirst du dadurch nicht, aber die meisten Seeleute bei uns gehören zur Mittelschicht. Deshalb träumen viele junge Leute von so einer Arbeit. Als dritter Offizier musst du Wache auf der Brücke halten, das ist vorgeschrieben. Morgens und abends von 8 bis 12. Wenn du mal sehr müde bist, dann kannst du den Captain fragen, ob er einspringt. Das Leben der Besatzung liegt in deinen Händen. Also, wenn du wirklich müde bist, dann geh zum Kapitän und frag ihn, ob er die Wache übernimmt. Er wird das machen, denn er denkt ständig an die Sicherheit der Menschen an Bord. Es ist kurz nach 18 Uhr, die Dunkelheit bricht an. Endlich prescht das Lotsenboot heran. Es legt sich bei voller Fahrt an die Seite des Schiffes und nähert sich der herabhängenden Strickleiter. In Sichtweite der Nordhafen von Port Klang. Der Lotse kennt seinen Hafen wie sein Zuhause. Gleich wird er die Caliditas an den vorgesehenen Liegeplatz navigieren. Der ist endlich frei geworden. Das hat Zeit gekostet. Und damit Geld. Geld, das der Charterer bezahlen muss. Viel mehr als Scheinwerfer und Kräne werden die Männer der Caliditas nicht zu sehen bekommen vom größten Seehafen Malaysias. Für einen Landgang reicht die Liegezeit nicht. Von nun an beginnt der Wettlauf gegen die Uhr. Mit genormten Containern, Spezialkränen und einer ausgefeilten Logistik. Nur noch wenige Meter bis zur Kaimauer. Lotse und Kapitän stimmen sich über Funk miteinander ab. Milutic kennt sein Schiff genau. Oft leitet er das richtige Manöver schon ein, bevor der Lotse seine Anweisungen gibt. Beim Anlegen eines Containerriesen kommt es aufs Timing an und auf einen Kapitän mit Fingerspitzengefühl.
die Leinen im richtigen Moment ausbringen, zuvor das Schiff langsam, ganz langsam von Schleppern in die richtige Position buxieren lassen. All das funktioniert nur dann unfallfrei, wenn sich Lotse und Kommandant aufeinander verlassen können. Es ist vollbracht. Die Kalliditas liegt sicher vertäut im Nordhafen von Port Klang. Und der Lotse kann sich auf den Weg machen. Am Kai schwebt schon die Rampe ein, über die er wieder Land betritt. Unten trifft er den ortsansässigen Agenten der Kalliditas. Der soll sich im Auftrag der Hamburger Reederei um die Formalitäten hier im Hafen kümmern. Wie alle anderen Besucher des Schiffes auch, wird er beim Betreten registriert. Was folgt, ist die in allen großen Häfen der Welt immer gleiche Prozedur. Formulare über Formulare. Allen voran die Besatzungs- und die Passagierlisten. Anschließend wird noch ein Vertreter der Einreisebehörde kommen. Dann der Zoll. Der Bürokram hält Kapitän Milutic noch lange in Atem. Draußen ist schon der bestellte Proviant eingetroffen. Für die Besatzung der Kalliditas, nicht für ungebetene Passagiere, die gern über die Taue zusteigen. Jetzt kommen sie zum Einsatz, die neuen Rattenbleche, die der Bootsmann zur Abwehr der Nager konstruiert hat. Wer von der Besatzung gerade wo gebraucht wird, um mit anzupacken, das hat sich mit den Jahren eingespielt. Besonders wichtig, ab in die Kühlräume mit den verderblichen Waren. Es ist kaum auszuhalten hier draußen. Die Luftfeuchtigkeit treibt den Seeleuten den Schweiß auf die Stirn. Proviant geht vor Bürokratie. Also lässt der Kapitän den Papierkram ruhen und macht sich mit dem Chefkoch an die Qualitätskontrolle. Was nichts taugt, geht zurück. Nach dem Ablegen wäre es zu spät. Wie Ungetüme rollen sie am Kai heran. Die bis zu 2000 Tonnen schweren Containerbrücken beziehen Position. Gleich werden sie die Container von Deck hieven, die für den Nordhafen von Port Klang bestimmt sind. Das Lösen der Lashing-Sicherungen übernehmen Hafenarbeiter. Dann packen die Portalkräne zu. 80 Meter hoch sind diese Portainer, wie sie genannt werden. Jeder von ihnen schafft pro Stunde 20 bis 30 Container. 120 Tonnen kann so ein Portainer heben, automatisch. Doch laut Vorschrift muss ein Mensch die Löscharbeiten steuern. In dieser Nacht laden drei Kräne 600 Container ab und hieven 700 neue an Bord. Schwülwarm ist die Luft auch noch am nächsten Morgen. Die ersten Schiffe verlassen den Hafen. Und auch die Kalliditas kann bald auslaufen. Gerade kommen die letzten Container an Bord. Was sie da transportieren, erfahren die Besatzungsmitglieder nicht. Die einzige Ausnahme ist Gefahrengut. Um 9 Uhr legt die RHL Kalliditas endlich ab. Mit einem neuen Lotsen auf der Brücke. Das gleiche Spiel wie im Hafen von Colombo. Schlepper ziehen den Containerriesen weg von der Kaimauer und buxieren ihn in Fahrtrichtung. Sobald die Kalliditas ihre Fahrt mit eigenem Antrieb fortsetzen kann, werden sie die Leinen kappen. Bis dahin lassen sich Lotse und Captain nicht aus der Ruhe bringen. Der Kai liegt hinter ihr. Doch noch ist die Kalliditas nicht im Fahrwasser. Vollversammlung auf der Brücke, Kapitän Milutic, der Lotse und sein Assistent, ein Able Seaman und der erste Offizier, alle sind hoch konzentriert. Dann ist das Containerschiff wieder frei. Lotse und Assistent lassen sich vom Pilot Boat an Land bringen. Ein letztes Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Es wird eine kurze Fahrt. Das Ziel liegt Backbord, der Westhafen von Port Klang. Aber dort sind im Moment alle Liegeplätze besetzt. Erst am Abend kann die Kalliditas hier festmachen. Bis dahin soll sie abseits der Fahrrinne vor Anker gehen. Jerry löst die Bremse.
Für die mexikanischen Ingenieure des Schiffs ein wichtiger Test. Erst vor kurzem haben sie die Ankerwinde repariert. Die blockiert die schwere Ankerkette während der Fahrt. Dann lassen die Männer die Kette rattern. Während dieser Aktion treibt die Kaliditas Achter aus, also rückwärts, bis sich die Ankerkette auf den Grund des Meeres gelegt hat. Ihr Gewicht hält das Schiff auf Position. Manöver geglückt. Für andere wird zur Warnung ein schwarzer Ball gehisst. Achtung, Schiff vor Anker. Dennis, zweiter Offizier an Bord, hat jetzt Zeit, die Krankenstation zu inspizieren. Wir transportieren auch gefährliche Güter. Laut Gesetz von Liberia, unter dessen Flagge wir fahren, müssen wir diese medizinische Ausrüstung an Bord haben. Einmal im Jahr überprüft ein Apotheker, ob noch genügend haltbare Medikamente an Bord sind. Einen Arzt haben wir nicht, aber telefonisch ist immer einer erreichbar. Sollte jemand ernsthaft krank werden, kann er sich in unser Spezialbett legen. Das gleicht die Bewegungen des Schiffes aus. Für den Fall, dass das Schiff rollt, fühlt man sich hier wie ein Baby. Der Patient kann schlafen, egal wie viel Grad Neigung das Schiff hat. Wir leben hier wie in einem Hotel. Der Standard ist auch sehr gut. Wir haben Fernseher, wir haben Computer. Jetzt schauen wir, dass wir auch Internet an Bord bekommen. Ich bin sicher, das passiert bald. Nicht damit jeder ständig online ist, aber für die Kommunikation mit der Familie, damit die Jüngeren Facebook nutzen können. Telefonieren können wir mit Prepaid-Karten. Das ist viel billiger als früher. Eine Minute kostet so etwa einen Dollar. Das ist sehr akzeptabel. Über Satellit. Ich erinnere mich an früher. Vor vielen Jahren mussten wir noch per Funkkontakt zur Küstenstation aufnehmen und dann über 10 Dollar pro Minute zahlen. Das ist heute wirklich besser. Der Lebensstandard auf dem Schiff ist gut. Was am wichtigsten ist, der Koch. Das Essen. Stark. Gut. Das ist okay so. Das ist einer der wichtigsten Jobs an Bord. Hast du einen guten Koch, hast du eine zufriedene Mannschaft. Wenn du einen schlechten Koch hast, dann sind die Leute unzufrieden und du hast Probleme an Bord. Ich habe gelernt, dass alle Schwierigkeiten ihren Ursprung in der Küche haben. Hier bei dieser Reederei stehen uns täglich pro Mann 9 Dollar für Verpflegung zur Verfügung. Das ist gut. Alles in Ordnung. Aber wir brauchen einen guten Koch. Manchmal übernehme ich diesen Part. So schlecht bin ich nicht darin. Dann lasse ich mich in der Küche sehen und koche was. Beim Essen macht mir so schnell keiner was vor. Meine Familie weiß das. Ich habe das mein Leben lang gemacht. Ich mag diesen zweiten Teil meiner Arbeit sehr gern. Das ist sehr wichtig. Es müssen immer zwei Köche probieren, ob es schmeckt. So kann das Produkt verkauft werden. So sieht das am Ende aus, mit Käse obendrauf. Wo 20 Leute essen, arbeiten, ihre Freizeit verbringen, da fällt auch Müll an. Noel Yambao sortiert die Abfälle, die werden später an Land entsorgt oder in der schiffseigenen Müllverbrennungsanlage beseitigt. Für Frachtschiffe gelten strenge Umweltschutzregeln. Containerriesen wie die Kaliditas produzieren immer noch schädliche Abgase, aber elektronisch gesteuerte Motoren verringern deren Menge. Ein moderner Frachter transportiert einen 40 Fuß großen Standardcontainer mit 4 Litern Treibstoff 100 Kilometer weit. Ein LKW bräuchte dafür die achtfache Menge. Als die Sonne untergeht, steuert die Kaliditas den Westhafen von Port Klang an.
Gleich beginnt wieder alles von vorn. Lotse, Schlepper, anlegen, Ladung löschen, neue Container aufladen. Wenig Schlaf für die Mannschaft. Am nächsten Morgen nimmt die Kaliditas Kurs auf den Zielhafen ihrer Chartertour, Singapur. Dafür muss das Schiff die Straße von Malakka passieren, einer der verkehrsreichsten Schifffahrtswege der Welt. Die Sicht ist schlecht, die Herausforderung groß. In diesem Nadelöhr zwischen Malaysia und Indonesien gibt es, wie auf einer Landstraße, getrennte Fahrspuren. Richtung Singapur muss die Kaliditas quasi links abbiegen, ohne den Gegenverkehr zu behindern. Dieses Stück der Route ist Piratengebiet. Erst Wochen zuvor gab es hier den letzten Überfall auf ein Frachtschiff. Die Mannschaft bereitet Schutzmaßnahmen vor. Waffen sind auf Handelsschiffen verboten, Wasserkanonen nicht. Die Piraten, meist Fischer, haben es auf Wertgegenstände abgesehen. Sie legen sich nachts mit ihren kleinen Booten auf die Lauer, links und rechts der Fahrrinne. Dazwischen haben sie ein Seil gespannt. Fährt ein Frachter hinein, legt sich das Seil um den Rumpf des Schiffes und zieht die Piratenboote längsseits mit. Zum Schutz spannen die Seeleute Stacheldraht, verriegeln ihre Unterkünfte und versiegeln die Türen. Sollte ein Siegel beschädigt sein, ist klar, Piraten an Bord. Für den Ernstfall gibt es einen Geheimraum. Hierhin kann die Crew flüchten. Dieser Bereich hier ist die Zitadelle. Hier können wir uns verstecken. Und es gibt Vorräte, Essen und Wasser. Außerdem sind Funkgeräte und Telefon vorhanden. Der Schutzraum lässt sich von innen verschließen. Die Crew kann dann nur noch hoffen, dass die Piraten schnell wieder das Weite suchen oder dass rechtzeitig Hilfe naht. Gefahr droht nicht nur von Piraten, sondern auch von Fehlern in der Technik. Sollte die Stromversorgung von einem der 600 Stellplätze für Kühlcontainer ausfallen, muss schnell gehandelt werden. Es geht um die Rettung wertvoller Fracht. Gerade hat das Überwachungssystem den Ausfall eines Kompressors gemeldet. Der muss rasch ausgewechselt werden. Virgilio hat ein Stahlseil organisiert. Elektriker und Ingenieure beheben den Schaden. Die Kaliditas hat Ersatzteile aller Art an Bord. So ist jederzeit eine Reparatur auf offener See möglich. Letzter Tag vor der Ankunft in Singapur. Ein besonderes Ereignis steht bevor: die Siegerehrung des Basketballturniers. Kapitän Milutic hält eine kleine Rede. Niemand ist wie der andere. Wir sind alle unterschiedlich. Das ist das Schöne am Leben. Denn wären wir alle gleich, dann wären wir Roboter. Sind wir aber nicht. Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Auf der Welt gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen sind einfach nur Menschen, die anderen Seefahrer. Wir sind Seefahrer. So ist das. Und noch einmal, vielen Dank für alles, was ihr hier geleistet habt. Jeder von euch hat einen hervorragenden Job gemacht. Jedes Zahnrad auf dem Schiff hat sich gedreht, ohne Unterbrechung. Basketball-Turnier, Grillabende. Kommandant Milutic weiß, wie er seiner Crew ein Stück Heimat vermittelt. Fernab von Familie und Freunden in den langen Monaten auf See. Thank you. And,
Ich habe gewonnen, endlich, nach so vielen Jahren. Die Männer der Kaliditas. Ein eingeschworenes Team. Es ist spät in der Nacht. Keine Piraten, keine Pannen. Und in Sichtweite die Lichter des Hafens von Singapur. Mit seinen 1000 Liegeplätzen ist er einer der größten Umschlaghäfen der Welt. Jedes der weißen Dreiecke auf dem Radar zeigt ein Schiff an. Noch einmal äußerste Konzentration auf der Brücke. Drei grüne Lichter warnen den Gegenverkehr. Denn erneut muss die Kaliditas die Fahrspuren anderer Schiffe kreuzen. Singapur hat 4 Frachthäfen. Was Tonnage und Güterumschlag anbelangt, ist es der größte Hafen der Welt. Der Lotse kommt an Bord. Ohne ihn geht hier gar nichts. Die Deckscrew genießt die Aussicht auf die Skyline von Singapur. Aber schon gleich müssen die Männer wieder vollen Einsatz zeigen. Diese 4 Kräne werden bis zum Mittag des nächsten Tages hunderte von Containern von und an Bord hieven. Am Kai warten schon die Hafenarbeiter, um die Leinen anzunehmen. Auch sowas will geübt sein. Das mit einem Ball verbundene Seil punktgenau auf dem Kai landen zu lassen. Die Männer unten ziehen damit die schweren Taue an Land. 10 Leinen sind nötig, um die Kaliditas an den Pollern zu verteuen. Bootsmann Virgilio steuert die Winden, die die Taue straff ziehen. Ein Käfig schützt ihn, falls eine der Leinen reißen und übers Deck schnellen sollte. Steuerbords nähert sich ein Tankschiff. 2000 Tonnen Treibstoff kann die Kaliditas aufnehmen. Das reicht für eine Fahrt von etwa 2 Monaten. Morgen wird die Kaliditas wieder in See stechen. Ihr nächster Hafen, Hongkong. Es gibt keine Unterbrechung im Kreislauf der Container rund um die Welt. Nach Hause kommen die Männer des Containerriesen erst in Monaten. Ihre Heimat ist das Meer.